Hallo, 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 weiter geht's mit Kock, willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem weiteren Part. Nachdem ich gestern fast geweint habe in den letzten Aufnahmen, sind wir wieder dabei und wir haben eine wunderbare Einladung und zwar die Drachehund. Ich habe dabei eine Lava-Hund und ich habe dabei ganz viele Drachen und ich nenne es Drachenhund. Nein, so Drachen und Lava-Hund habe ich dabei, ich dachte mal, warum, das kann man auch mit Hunden mal probieren, die Drachen, mal schauen, was passiert. Ich habe zwei Stück jetzt hier dabei, jeweils Level Nummer 2. Ist ja fertig geworden. Ich konnte noch nicht farmen, dunkles. Dann wollte ich auf jeden Fall gestern streamen, dann war Twitch down und dann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, wenn ich ehrlich bin, muss ich ehrlich zugeben. Twitch war für eine kurze Zeit down und in der Zeit, ja, das war ein bisschen blöd. Eben so meine Base umgestellt, wieso, weil ich eine Pokal-Ding reingeklatscht hatte, dachte ich mir, YOLO mache ich einfach mal. Und dann wollte ich ja zurück switchen, weil ich immer so dreckige Angriffe kriege und jetzt geht's. Jetzt geht's zufällig. Gerade ging's nicht, weil hier ein Baum vor war. Ich weiß nicht wieso. Also kann ich ja wieder switchen. Das kommt dahin auf jeden Fall. Alter, diese Performance. Ich muss mal so langsam hier den Bluestack-Player in die in den Maul hauen. So, das kann wieder da rein. Das Rados, ich hab's rausgestellt, wie gesagt. Dann können wir wieder switchen normalerweise. Wir switchen wieder auf. Dies hier. Keine Ahnung, da war ein Baum und ich konnte es nicht wechseln. Ich weiß nicht wieso. Und ich kann ja den Baum gerade und ich kann allgemein keine Bombe wegklatschen. Weil eben, ihr wisst Bescheid, ne? Layout aktivieren. Weil ich keinen Bauarbeiter frei habe. Das war ein bisschen blöd, aber passt auf jeden Fall. Jetzt ist der Baum scheinbar despawned. Ich weiß nicht, ob es ein Anzeigebug war. Wir nehmen unsere normale Base wieder, wo das Rados draußen ist, damit sie auf jeden Fall das zerstören und nicht meine Ressourcen sich gönnen. Wir können kurz rüberschauen, welchen Angriff ich bekommen habe. Und zwar diesen hier. Habe ich kurz reingestellt, bam, bekomme ich 85%. Ja, wenn die Teslas halt nicht am Start sind, dann bekommt man halt immer böse auf die Nüsse. Und er kam mit Schweinebereiter gemaxt, Riesen gemaxt, Healer gemaxt, Bogis gemaxt. Und dann so welche Helden. Alter Schwede, wie kann man denn so welche geile Einheiten haben vom Level her? Und so welche Helden, Alter, da bekomme ich ja Augenkrebs, egal. Ja, er geht einfach hier rein mit den Dicken, mit den Schweinebereiter und das reicht schon. Ich weiß es auch nicht. Gegen diese Level 7 Riesen kann ich nichts machen ohne Fitz. Die sind unsterblich. Die sind unsterblich. Die sind unsterblich. Ich weiß nicht, auch ich glaube, die Teslas würden auch den Unterschied hier machen. Die sind einfach unsterblich. Die gehen einfach durch. Haben sie noch Heiler da? Ich weiß nicht, was ich gegen machen soll, Leute. Ich könnte gerne mal reinschreiben, ob ihr auch die Probleme habt mit Rathaus 9, wenn euch einer angreift mit den Level 7er Riesen. Ich kann nichts machen. Die gehen einfach rein, zerstören alles und der gönnt sich meinen ganzen Loot. Diese Riesen sind einfach unsterblich. Und das ist richtig nervig, sowas. Ich glaube, die Healer kann man auf jeden Fall jetzt mal mitnehmen. Die werden sich bestimmt jetzt lohnen. Ja gut, die heilen auf jeden Fall einiges gut hoch. Werden nicht mehr von den Luftminen attackiert. Von Luftabwehr eben noch. Aber wie man sieht, guck mal, wie viel. Die heilen die Heiler. Die heilen ziemlich viel. Und ich könnte mir vorstellen, mit Rathaus 10, mit Level 7er Riesen plus Healer dazu, könnte ich auch mal angreifen gehen. Das wird sehr spannend. Ich freue mich jetzt schon auf Rathaus 10, wenn wir irgendwann diese Einheiten in Kombination testen können. Ich habe immer gesagt, die Heiler werde ich letztens hochziehen. Aber wenn das so aussieht und wenn die doch so stark sind, vielleicht doch. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Heiler und Riesen. Das ist gar nicht so schlecht. Das müssen wir auf jeden Fall mal testen. Haben wir schon getestet, aber quasi vor dem Nerf oder vor dem Buff, wie auch immer, von den Heiler. Ja gut, ist das ein Buff? Ja, ist schon ein Buff, ein minimaler. Aber mit Level 7 Riesen reißt man einiges. Ich finde die eh so ultra mächtig und die sehen auch so ultra geil aus. Boah, sind die krass. Ich brauche Rathaus 10. Ja, den Clan War übrigens haben wir gewonnen. Der erste wurde gestartet, ich bin Nummer 8. Ich schaue mir jetzt gar nicht kurz, schau mal gar nicht rein. Ich werde mich später vorbereiten, auf jeden Fall dann. Das passt soweit. Also wir haben den Clan War gewonnen. Wir können mal kurz rüberschauen, welche, wie das war. Und zwar hier... mein Clan Kriegslog haben wir gewonnen. 44 zu 32, obwohl ich zweimal gefällt habe. Also großen Respekt auf jeden Fall. Ne? An den Clan. Oh, hat den verlassen. Und wie gesagt, wenn wir verloren hätten, den Clan War, hätte ich es auf jeden Fall auf meine Kappe genommen. Obwohl ich dann nicht zu 100% schuld wäre, auf jeden Fall ein großer Teil. Ja, ich habe keine Stände geholt. Und ich habe das erste Mal total hart gefällt, deswegen wäre es ein bisschen blöd gewesen. So, 1-0 für Juventus. Okay. In der dritten Minute, in der zweiten Minute. Eieieiei, Dortmund, was ist denn los mit euch? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, so Leute, wir wollen nicht ablenken, wir gehen jetzt angreifen und zwar mit den Drachen, mit den Hunden. Also ich habe jetzt dabei ein paar Drachen, wie ihr seht. Mit den Drachen, 8 Drachen, 2 Hunde. In der Klammer habe ich auch noch einen Drachen dabei und ein paar Loons. Das passt auf jeden Fall und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Legen wir los. Wir suchen uns mal einen Gegner raus, den wir auf jeden Fall angreifen können. Ich bin mal gespannt, wen wir so bekommen. Und dann schauen wir mal eben, ob die Drachen auf jeden Fall auch was reißen zusammen mit den Hunden. Natürlich im Clan War werde ich es, denke ich mal, nicht einsetzen. Da sind die 800 Dunkles. Das sieht voller aus, ist es aber nicht. Wir brauchen Dunkles. Entschuldigung. Meine Stimme versagt, ich bin gar nicht komplett rausgezoomt. Wir brauchen... Oh, falsche Taste. Jetzt habe ich auf Windows gedrückt. Hallo, da ist Windows. Da ist der D-Bot. Was ist der D-Bot? Lars, bist du ein Botter? Nein, das ist der Bot. Und zwar, der Bot ist dafür da. Das ist der Livestream-Bot für die Punkte. Nicht, dass ich denke, ich werde rumbotten oder sowas. So.
ich bitte euch. So, 100.000, der ist auch nicht. Wir suchen jetzt immer so einen Gegner raus mit Rathaus 9, der auf jeden Fall verteidigungsmäßig ein bisschen was hat. Sowas. Sowas finde ich gut. Sowas finde ich richtig. Das ist gut. Das ist gut, doch. Das gefällt mir. Den nehmen wir mit jetzt hier. Und ich werde das mit, auch mit Hunden angreifen, bevor der jetzt hier eine Teslas da stehen hat. Teslas, würde ich gerade sagen. Natürlich hat er hier, Teslas hat er auch, aber er hat auch eben Infernos. Trotzdem gehe ich jetzt von unten rein und werde versuchen, so viele Prozente wie möglich zu holen. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. So, erstmal die Drachen losschicken. Die Drachen erst, ne? Drachen. So, Drachen. Hund. Hund. Dann setze ich auf jeden Fall da den Drachen, beziehungsweise das hier, damit da auf jeden Fall das Dunkel schon mal down geht. So, jetzt gucken wir doch mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Ich setze auch ein paar Wutzauber auch noch rein, warum denn nicht? Die Hunde tanken hier ein bisschen weg. Ich setze mal hier den ersten Wut rein. Und ich setze noch einen Wut. Noch einen Wut oder nicht noch einen Wut? Ich weiß es gar nicht. Da ist natürlich ein bisschen langsamer. Die Hunde haben jetzt ein bisschen was getankt, aber nicht ganz so viel, weil sie jetzt alle down sind. Setze ich hier noch einen Wut rein. Setzen wir hier noch einen hier rein. Und dann gucken wir noch, was passiert. Dann gucken wir mal, was passiert. Wie viel Prozent, die wir schaffen. Ich möchte gerne 50% mindestens haben. Hab die Queen noch mit Level 13 am Start. Haben schon mal ein Schild, natürlich jetzt mit Infernos. Ein bisschen blöder, weil die... Ist das Single-Target-Damage? Sogar Single-Inferno. Boah, haut der weg. Ist der Level 1? Ich weiß gar nicht, welches Level der ist. Aber der haut schon einiges weg. Dieser Inferno klatscht schon einiges weg auf Single-Target. Ja, man sieht, die Hunde sind total useless zusammen mit den Drachen, weil die Drachen einfach zu langsam sind. Und auch nicht auf die Verteidigungsgebäude gehen. Aber ich glaube, mit Hunden, mit Loons und... Also quasi nicht Lavalunians, sondern quasi das gleiche wie Lavalunians, plus keine Lakaien dabei, dafür Drachen. Damit könnte man auch gut arbeiten. Muss man auf jeden Fall auch mal testen. Stone habe ich mitgenommen, was ich haben wollte, deswegen habe ich da links die Klammerbuch gesetzt. Hätte ich auch einen Drachen setzen können, da hätten vielleicht die Ballons etwas gemacht. Ja, ist okay. 51%. Aber der Inferno hat auf jeden Fall einiges weggeklatscht. War in Ordnung der Angriff. Und ich würde sagen, ich beende das und wir haben wie viel bekommen? Ja, ist doch okay. 800 Dunkles, hier 100 dazu. Das sieht doch ganz in Ordnung. Natürlich für die Kapazität oder für die Kosten der Einheiten war es natürlich scheiße, aber ist okay. Ist im Rahmen des Machbaren. So, bauen wir auf jeden Fall hiervon ein. Noch ein und hier, dann passt es auf jeden Fall. Und ich werde dann schon mal ein paar Einheiten bauen. So, davon 8, davon noch ein paar. Und ich denke mal, ich werde auf jeden Fall schon mal anfangen, Lava-Hunde zu produzieren. Und mache ich erst später, weil eben wegen Kleinwohl, dauert es noch 24 Stunden Vorbereitungstag, von daher passt es. Also ich muss auf jeden Fall Dunkles farmen, weil ich muss was upgraden. Ich möchte gerne meine Golems upgraden. Das heißt, wir müssen Dunkles farmen wie so dreckige Drecksäcke. Bloß, ich komme gerade nicht dazu. Jetzt stehe ich schon seit 2 Tagen wirklich die Zauberspruchfabrik still und das ist eigentlich total scheiße. Stell dir mal vor, dann würde quasi jetzt die Golems nicht mehr... Moment, wo sind sie denn? Wo sind denn die Golems? Bin ich blind? Hier ganz rechts. Dann würde die Golems quasi nicht mehr 10, sondern nur noch 8 Tage dauern. Und das halt schon ein bisschen blöd. Muss ich ein bisschen Gas geben auf jeden Fall, ob ich das Ganze schaffe zu farmen im Nicht-Livestream? Glaube ich kaum. Muss mal gucken. Dann würde ich mal sagen, war es das von diesem Part? Ja, das war's. Und wenn es euch wieder gefallen hat, lasst es mich irgendwie wissen mit einem Däumchen nach oben. Ich hoffe, ich schaffe es mal wieder ein Clan Wars Special aufzunehmen. Wenn ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Lust denn drauf. Ihr seid ein Haufen super nice Boys. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und... Tschüssi. Nice.